Ah ja, okay. Also herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Schäfer, ich bin Sprecher der Grünen für Energiepolitik und Klimaschutz. Ich werde jetzt aber keine lange einführende Rede halten, weil wir uns konzentrieren wollen auf unsere zwei Gäste. Das ist einmal Dr. Christian Hammel von der TSB und Herr Andreas Hartmann, der Leiter des Kompetenzzentrum Wassers. Wir machen es so, dass zunächst Herr Dr. Hammel seine Präsentation macht, wir dann darüber ins Gespräch kommen und anschließend in einem zweiten Block nach einer knappen halben Stunde Herr Andreas Hartmann uns auch seinen Vortrag präsentiert und wir dann da auch nochmal ins Gespräch zu kommen. Und das war es auch schon, Herr Dr. Hammel, Sie haben das Wort. Ja, schönen guten Tag, schönen guten Abend, ich bin Christian Hammel. Wurde gebeten, mich kurz zu fassen, was ich versuche. Thema Energie, dieser Aspekt von Smart City, sonst keiner in meinem Vortrag. Dieses Bild sagt alles, daran sieht man, ein gewisser Handlungsbedarf besteht, wenn das nicht irgendwann mal so aussehen soll. Es wurde schon angesprochen, man kann Smart City als einen Markt betrachten. Dann sehen Sie in dieser Säule hier, dass der allein nächstes Jahr schon auf über 60 Milliarden Dollar geschätzt wird, weltweit natürlich. Es ist also attraktiv für Berliner Unternehmen, sich dort zu betätigen und exportfähige Dinge zu machen. Sie sehen in dem linken Chart, es ist auch heute schon so, dass in Berlin oder Berlin-Brandenburg eine ganze Menge Leute von diesem Thema leben. Und da möchten wir natürlich, dass das künftig noch mehr sind. Die Zahlen überfliegen Sie schneller, als ich Ihnen die vorlese. Und streng genommen ist es auch nicht so wichtig, ob das ein paar hundert mehr oder weniger sind. Es reicht zu wissen, das ist für Berlin enorm beschäftigungs- und umsatzrelevant, heute schon. Berlin hat ja jetzt nicht nur eine Smart City-Strategie, die es mal entwickeln will. Das hat ja schon mehr Strategien. Eine davon ist die Innovationsstrategie. Und wenn wir in die Cluster, die dort mal gebildet wurden, wo man gesagt hat, da hat Berlin technische und wirtschaftliche Kompetenz, das Thema Energie einsortieren wollen, dann landen wir bei diesem Chart, der auf den ersten Blick etwas unübersichtlich aussieht. Aber man sieht, das ist sehr eng vernetzt mit dem Thema Informations- und Kommunikationstechnik und mit dem Thema Mobilität. Wir haben einzelne Leuchtturmprojekte, zeige ich Ihnen gleich noch ein Foto davon. Wir haben technologische Kompetenzen aus vielerlei Feldern, sodass dieses Bild ausgesprochen bunt wird und wir in Berlin sehr viele Akteure finden, die sich auch lange bevor der Begriff Smart City innen war, längst mit dem Thema befasst haben und da auch Projekte und Dinge machen. Mal konkret in der Energie, worüber reden wir eigentlich? Ich habe hier weggelassen bei der Zusammenstellung das Thema Import von Strom und ich habe auch die Großkraftwerke weggelassen, weil die sicherlich nicht die ganz dicken Themen sind für die Berliner Politik. Thema Speicher und Wandler, das weiß jeder, der von Zeit zu Zeit meine Zeitung liest. Die Regenerativen produzieren nicht gleichmäßig, deswegen wird man Speicher brauchen. Im Moment Batteriespeicher. Gibt es einige Hersteller in Berlin, die da aktiv sind. Es gibt einige Pilotprojekte. Pumpspeicherwerke haben wir mangels Bergen nicht und das wird wohl auch so bleiben. Heißwasserspeicher heißt, wir wandeln Strom in Wärme um und wenn wir ihn wieder brauchen, holen wir ihn zurück aus der Wärme. Der Begriff Windgas ist denen, die sich in dem Thema länger schon umtun, auch bekannt. Wir verwandeln elektrischen Strom über Wasserstoff, entweder einfach nur in Wasserstoff oder holen uns die Energie zurück oder wir verwandeln ihn in Methan und verbrennen es als Erdgas oder machen wieder Energie draus. Kleinquellen, kein Thema, die Stichworte, die da stehen, kennt jeder von Ihnen. Da wissen wir, die werden deutlich wichtiger im Netz, auch im Berliner Netz. Thema Energieeffizienztechnik betrifft in Berlin jetzt nicht nur einen Haufen Unternehmen, die sowas herstellen, sondern letztlich jeden Anwender und Verbraucher, der sich sowas beschaffen kann. Beim Thema Abfallrecycling, ganz klar natürlich, das wichtigste Thema ist erstmal nicht Energie, sondern das Thema ist Ressourcen sparen, Ressourcen wiedergewinnen und wenn es gar nicht anders geht, dann zur Not noch energetisch nutzen. Ich weise nochmal darauf hin, Abfall und Abwasser sind ungefähr die einzigen Rohstoffe, die eine Stadt produziert, andere haben wir nicht. Abwasser,
gibt es einige Pilotprojekte in Berlin zur Nutzung von Abwärme aus dem Wasser, aus dem Abwasser. Und es gibt, bei Ihnen ist es, glaube ich, im Hause ein Musterprojekt, wie man Klärschlammreste letztlich in Kohle verwandelt und auf die Weise CO2 wieder aus dem Verkehr zieht, ist ein Thema, da muss man noch sehr viel dran forschen. Da sind wir von der Großtechnik weit entfernt. Und letztlich der Kern eines smarten Anwendens all dieser längst bekannten Themen ist das Smart Grid. Ich weise da auch mal drauf hin. Also keines dieser Dinger ist für sich irgendwie smart. Smart sind die dann, wenn wir sie alle zusammenschalten zu einem Netz, was uns durch die Möglichkeiten der Computertechnik heutzutage und des Messens und Regelns dann wirklich nochmal in eine neue Dimension bringt, wo wir ganz neue Anwendungen denken können. Und vor dem Hintergrund, Sie wissen auch, Berlin hat auch nicht nur eine Innovationsstrategie, sondern auch noch Klimaschutzziele. Bis 2050 wollen wir CO2-frei sein. Das heißt, wir müssen uns hier weder technisch noch geschmäcklerisch unterscheiden, was uns davon lieber ist. Wir werden die alle brauchen und die werden die auch alle in zusammengeschalteter Form brauchen. Ein paar Beispiele. Ein Smart Grid gibt es in Berlin schon, allerdings kein ganz großes, sondern eines in einem Campus-Format. Da steckt ein Campus-Entwickler dahinter, der hat beschlossen, er will das jetzt haben und hat es gebaut. Die ganze Projektierung ist aus einem Berliner Forschungsinstitut, InnoZ. Da kann man das prinzipiell, wenn man jetzt neidisch wird, auch bestellen. Wenn man das haben möchte, dann projektieren die einem das. Dort sind alle in der Stadt im Moment möglichen regenerativen Arten von Energie, plus übrigens auch der Zugang zum konventionellen Stromnetz, zusammengeschaltet in einem zentralen Lastmanagement mit sehr viel Gebäudetechnik, so dass, und das ist kein Beispiel aus dem Leben, aber ein fassbares, wenn der Pizzabäcker seinen Ofen anschaltet, dann wird eben die Klimaanlage irgendwo mal 10 Minuten unterbrochen. Da fängt niemand an, vor Wärme zu platzen, aber sie vermeiden Lastspitzen im Netz. Das ist einer der zentralen Punkte hier. Ein Punkt, der immer häufiger kommen wird, ist das Thema Eigenstrom. Hier ein Beispiel von der Stadt und Land mit einer Solaranlage. In Wirklichkeit steckt da noch ein Contractor dazwischen, die es bewirkt, dass der Strom vom Hochhausdach auch den Mietern günstig zur Verfügung steht. Ne? Zentrale Kompetenz ist Messen, Regeln, Steuern. Haben wir in Berlin haufenweise Unternehmen, die Smart Meter, die rollen langsam in den Markt aus, wenn auch noch teilweise in etwas primitiven Formen. Da ist vieles im Weg. Und hier nochmal ein Beispiel für einen Stromspeicher. Wie man sieht, mit dem kann man sogar spazieren fahren, wenn man das möchte. Und hier mal den Punkt, den ich meine, den wir diskutieren müssen. Ein paar Ratschläge. Sie lesen die auch schneller, als ich sie vorlese. Bei den oberen beiden Versorger und Großimmobilien- oder Campusbetreiber heißt das zentrale Thema immer Messen, Regeln, Steuern, Smart Grid, Lastmanagement. Beim Verbraucher würde ich sagen, wenn Sie einen neuen Kühlschrank brauchen, können Sie diese schönen Aufkleber, die da drauf sind, auch mal lesen. Dann hilft es schon weiter. Wenn Sie eine neue Glühbirne brauchen, vielleicht kann man eine mit LEDs nehmen. Wenn Sie größere Renovierungen machen, kann man etwas weiterdenken. Mal der Hinweis, eine Einzelraumregelung für Heizungen. Sowas kauft man sich heutzutage, wenn, eigentlich eher als Bequemlichkeitstechnik. Aber da ist jede Menge Energiesparen drin. Die Komponenten kriegen Sie bei Ihrem Stromlieferanten, die kriegen Sie im Elektroladen. Wenn man da außer der Bequemlichkeit bei Smart Home mal noch auf Energieeffizienz guckt, dann kann man mit relativ wenig Aufwand viel erreichen. Und an die Politik, also dass Berlin eine Smart City Strategie braucht, brauche ich nicht zum 100. Mal einfordern, das wissen wir alle, deswegen sind wir ja da. Einen meiner persönlichen zentralen Punkte ist das Thema, wem gehören eigentlich die Daten, die eine Smart City ausspuckt. Und damit meine ich nicht nur den Datenschutz, weil mir ist es äußerst unrecht, wenn Sie über meinen persönlichen Stromverbrauch erkennen können, was ich gerade in meiner Wohnung treibe. Umgekehrt bin ich aber schwer der Meinung, das Ganze entpersonalisiert und aufsummiert nach Häusern oder Kiezen, das gehört eigentlich in die Open-Data-Welt überführt, denn diese Daten braucht man, um überhaupt intelligent messen, steuern, regeln, also automatisiert vorzugehen oder auch um sich selbst willentlich zu verhalten, brauche ich eigentlich den Zugriff auf diese Daten und da geht es auch nicht, dass die irgendeiner Firma gehören, wo ich sie erst nochmal kaufen soll. So, bis hier.
ganz kurz, wer die Studie bezahlt hat, sehen Sie an den Logos und ich gehe wieder auf die Diskussionsfolie zurück. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Hammel. Was ich jetzt eben in der ganz schnellen Vorstellung vergessen hatte, Herr Dr. Hammel ist Bereichsleiter Innovation und Technologie, andersrum, bei der TSB. Und die Technologiestiftung Berlin hat den Auftrag, anwendungsorientierte Forschung zu unterstützen und auch die Brücke zu schlagen, dann in eine tatsächliche, in wirtschaftliche Ausgründung, in tatsächlich unternehmerische Tätigkeit aus dem Wissensbereich in Berlin. Das jetzt doch noch als Vorstellung hinterhergeschoben. Wer hat denn von Ihnen schon eine erste Frage? Ich muss jetzt hier immer ein bisschen doof die wieder wiederholen, weil wir im Internet übertragen werden. Deshalb bitte schießen Sie los. Also die erste Frage ist danach, welche Bereiche sollen welchen Beitrag leisten zum Klimaziel und wer macht die Abwägung danach, ob man jetzt im Bereich Licht zum Beispiel von Gaslaternen auf LED umstellt oder ob man eher im Bereich Verkehr dann ein bisschen mehr spart. Wer macht diese Abwägungen, wenn ich das richtig zusammengefasst habe? Ja. Ich würde noch ein paar weitere Fragen sammeln, damit Herr Dr. Hammel nicht jedes Mal einzeln antworten muss. Sie hatten sich noch gemeldet, Herr Kuhn. Die zweite Frage ist danach, der Vortrag sei etwas stromlastig gewesen, wie das im Wärmebereich ist, ob man nicht auch zum Beispiel beim Bereich Fernwärme, Absorptionskälte nicht auch intelligente Lösungen stärker braucht und in so eine Strategie einbinden sollte. Gibt es noch eine weitere Frage? Die Frage von Herrn Philipp vom Unternehmensnetzwerk Klausener Platz Kiez ist, wie können eigentlich
interessierte Bürgerinnen und Bürger oder eben ganze Kieze, die sich organisieren, wo sich Unternehmer und Bürgerinnen und Bürger zusammen organisieren. Wie können die selber Teil der Lösung werden? An wen wenden Sie sich hier? Vielleicht noch eine vierte Frage und dann, Dr. Hommel, ich hoffe, Sie haben es alles. Okay, bitte. Also die vierte Frage ist die nach dem Datenschutz, der im Moment in dem Bereich, wo Sie arbeiten, im Bereich Smart Home sehr hoch gehalten wird. Und die Frage ist dann, wie ist das im nächsten Level Wohnblocks, Kieze, welche Bedeutung hat Datenschutz da noch? Wird der von Anfang an mitgedacht oder ist es dann, sind das dann schon solche Größen, wo man den vernachlässigen könnte? Ich versuche es mal der Reihe nach, geben Sie mir einen Schubs, wenn ich was vergesse. Zunächst mal, wer legt fest, was in welchem Bereich eigentlich zu machen ist? Ja, ich weiß es auch nicht. Aus meiner Sicht ist die Politik genau für den Zweck gewählt. Das ist ihre Aufgabe, das zu tun und auszustreiten und auszufechten. Das ist der Grund, warum wir eine Strategie einfordern, wo das drin steht. Und wenn uns das dann nicht gefällt, dann können wir auf die Straße gehen und laut schreien, dass uns nicht passt. Oder umgekehrt. Thema andere Netze. Ja, Sie haben vollkommen recht, es ist sehr auf Strom fokussiert. Das war Absicht, damit ich auch irgendwann mal fertig werde. Das gilt synonym natürlich ganz genauso für Gas, Wärme. Am Ende des Tages wahrscheinlich sogar für Teile der Telekommunikationsnetze, hinter denen nämlich ein gewaltiger Stromverbrauch steckt. Und dieses eine Beispiel, was ich vorhin hatte, heißt Wasserspeicher, also wo ich überschüssigen Windstrom im Prinzip mit einem großen Tauchsieder in Wärme mache, um die zu nutzen. Also was Effizienteres als ein Fernwärmenetz gibt es gar nicht. Die wieder in Strom zurückzuverwandeln, wäre nämlich wesentlich aufwendiger. Also soll bewusst für alle so gelten. Thema Kieze, also Ihren speziellen Kiez kenne ich nicht, muss ich ganz klar sagen. Wir haben in Berlin einige ganz alteingesessene Player, die dafür sogar mal gegründet worden sind, auch vom Land Berlin, solche Firmen wie die Berliner Energieagentur, die helfen da durchaus weiter. Der einzelne Geschäftsmann, also wenn es mal darum geht, mal schnell einen Return zu bringen, dann wird er mal mit den anderen zusammen Salzöl einkaufen, damit der Rabatt besser wird. Ich nehme an, das tut man auch in Ihrem Kiez. Ein paar Vorschläge stehen ja hier. Also über eine Kleinquelle, ob ich mal mit meinen Nachbarn zusammen, wenn ich weiß, die Häuser sind alle ungefähr gleich alt, also wird die Heizung auch ungefähr gleichzeitig kaputt gehen, ob ich mir dann mit meinen Nachbarn zusammen mal drüber rede, ob wir einen Mini-BHKW anschaffen und vielleicht noch ein bisschen Strom nebenbei verkaufen, das geht in Eigenregie. Wenn man ein bisschen Geld über hat, also Bürgersolaranlagen und ähnlichen Dinge, die gibt es wirklich im Mini-Format. Da gibt es in Berlin Firmen, die haben sich geradezu darauf spezialisiert, Seriengründungen von Genossenschaften zu machen, bis hin zu einer, die gleich das ganze Energienetz kaufen will. Und ein paar mehr Zinsen als auf ihrem Sparbuch kriegen sie da allemal.
Da müssen Sie relativ wenig tun. Oh. Und die letzte Frage war das Thema Datenschutz. Also da möchte ich nochmal darauf hinweisen. Natürlich ist das ein Thema. Das ist aber auch eine Forderung von mir, dass ich durchaus mit Daten der Smart City gerne zur Erzeugung von Mehrwert durch irgendwen schon an einigen Punkten ganz gerne hätte, dass die Politik durchsetzt, dass da digitale Almenten entstehen, solange das nicht die Privatsphäre der Einzelnen verletzt. Und jetzt mal die Frage, wer ist denn da eigentlich unterwegs? Klar, wenn Google einen Hersteller von Rauchmeldern kauft, wird man aufmerksam. Aber so neu ist es nicht. Das Smart Meter Gateway, also der intelligente Stromzähler, der da jetzt kommen soll und den Sie auch, wenn Sie eine Neuanlage haben, auch jetzt schon überall kriegen, da ist ja seit langem die Normierung im Gange und da ist ja auch ein datenschutzmäßig zertifiziertes und sicherheitsmäßig zertifiziertes Gateway in der Normung. Das dient natürlich vorrangig mal dazu, dass die Messwerte nachher auch stimmen, die auf Ihrer Rechnung steht. Da kann man durchaus drüber nachdenken, gehen über sowas die wirklich kritischen, also medizinische Sachen oder sowas, kritischen Mehrwertdienste über sowas zu realisieren. Umgekehrt, also es sind auch nicht nur die Googles mit amerikanischem Datenschutzverständnis. Es gibt auch in Berlin ein Unternehmen, die den Datenkonzentrator für alle Arten Smart Home Technik machen und die an dem Punkt Zulieferer der Deutschen Telekom sind, die dann auch Regelungen nach deutschem Datenschutzrecht haben. Also es ist nicht so, dass man da nichts tun kann. Und nochmal, also auf der politischen Seite würde ich sagen, ist für Berlin fällig, also ein bisschen wollen muss man es denn schon auch. Oh. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, den Vortrag, den Sie gehalten haben, den hätte man vor 3 Jahren wahrscheinlich ohne das Label Smart City ganz ähnlich gehalten. Was bringt uns dieses Label Smart City zusätzlich dazu, dass man darüber EU-Gelder besser bekommen kann vielleicht oder dass es nochmal eine neue Gelegenheit ist, vom Senat bestimmte Vorgaben einzufordern, dass es nochmal eine neue Gelegenheit ist, bestimmte Matrix-Organisationsformen im Senat oder Ähnliches, dass ein bisschen Ressort-Egoismen überwunden werden, sowas einzufordern. Was bringt das Label Smart City dem Energiediskurs aus Ihrer Sicht darüber hinaus noch? Also den puren Energiediskurs, den könnte man auch ohne dieses Schlagwort führen. Da bin ich vollkommen mit Ihnen. Die Techniken, den Energiediskurs, der würde auch ohne das Schlagwort gehen. Die Technologien sind ja genau dieselben wie vor der Erfindung der Smart City. Es bringt an einem Punkt, den haben Sie genannt, eine ganze Menge. Seien es die speziell für Städte und Gemeinden gedachten Fördermittel der Generaldirektion Energie aus Brüssel. Seien es die nicht schlecht gefüllten Töpfe des Bundesforschungsministeriums, die gehen auch alle in die Themen. Da werden Sie schon Smart City draufschreiben müssen. Und wenn Sie in Brüssel glaubhaft sein wollen, dann müssen Sie auch sehen, dass es da eine Landes- oder Kommunalregierung gibt, die das jetzt auch wirklich will. Und das zweite Thema ist die Integration von dem Ganzen. Also wir wollen ja gerade nicht nur die Energie effizienter machen, sondern ich würde mich da dem Herrn mit dem Einführungsreferat anschließen. Im Prinzip wollen wir Stadtverwaltung, so wie Stadtverwaltung geht, aber an allen Ecken und Enden viel besser. Und diese Integration, da mag Smart City ein Integrationspotenzial haben. Wenn dann vielleicht nochmal so Diskussionen rauskommen, wie wollen wir eigentlich leben? Soll mir es gerade recht sein? Also warum sollte man nicht mal diskutieren, bis wann wir eigentlich in der Spree schwimmen wollen? Also ich denke, das ist ja schon fast die Überleitung. Kann uns vielleicht der Hartmann sagen. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Hamme. Jetzt freue ich mich sehr, dass wir Andreas Hartmann, der Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Wasser, hier in Berlin bei uns haben. Das Kompetenzzentrum Wasser ist eine anwendungsorientierte Wasserforschungseinrichtung, kofinanziert von Land und immer noch Veolia, wenn ich richtig informiert bin. Es gibt auch noch Projekte, die von Veolia finanziert werden, einzeln. Aber das ist jetzt zu Ende. Okay. Da gibt es wohl auch noch einen politischen Auftrag am Ende Ihres Vortrags. Sie sind Regierungsbaudirektor, habe ich gelesen. Auf jeden Fall Ingenieur. Und Sie müssen, ich fand das nur so lustig, in Bayern eine große Prüfung
für Ingenieure. Das müssen Sie, damit müssen Sie anfangen und dann freuen wir uns sehr über Ihren Vortrag. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, dass Sie das als Einleitung nehmen. Ich bin halt ganz normaler Ingenieur. Ich habe Bauingenieurwesen studiert und habe mich sehr früh mit der Wasserwirtschaft beschäftigt, unter anderem auch in Bayern. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie ich an meinen Vortrag komme. Ah, da. Okay. Also um eins gleich vorwegzunehmen, die Frage Smart Cities. Das, was ich Ihnen jetzt hier darstelle, würde ich auch ohne den Begriff Smart City so erklären, weil es letztlich einen Zusammenhang darstellen soll, der sowieso gemacht werden muss. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt der Daseinsvorsorge. Und die Überlegungen, die wir als Gesellschaft, als städtische Gesellschaft, Bürger, Dienstleister führen müssen. Diese Überlegungen muss ich unabhängig davon machen, ob man das Smart City nennt oder nicht. Ich persönlich finde aber, dass das sehr gut zusammenpasst. Denn immer wenn man denkt, man macht irgendwas sowieso und irgendwann, dann hat man nicht den Antrieb. Und dieses Wort Smart City ist wirklich, finde ich, ein guter Begriff, der auch einen Handlungsdruck erzeugen könnte, wenn man es geschickt anstellt. Also, was ist zum Wasser zu sagen? In dieser Eingangsfolie soll Berlin dargestellt sein. Und Sie sehen, es kann in dieser Stadt regnen, es leben in dieser Stadt Menschen, es gibt befestigte Flächen, es wird Wasser verbraucht, aus dem Grundwasserkörper entnommen und als Abwasser in die Kanalisation eingeleitet und Kläranlagen gereinigt und gereinigtes Wasser in die Gewässer eingeleitet. So what? Was soll man da anders machen? Es ist aber so, dass wir gerade in Berlin ungünstige Randbedingungen haben, also Bedingungen, die besondere Herausforderungen stellen an die Veränderungen, mit denen wir in der Zukunft rechnen müssen. Als Vergleich habe ich einmal diese Abflusssäulen dargestellt. Wir haben hier zum Beispiel den Rhein und die Oder mit Abflusszahlen. Hier zum Beispiel hat der Rhein einen durchschnittlichen jährlichen Abfluss von 2280 Kubikmeter pro Sekunde. Das ist im Durchschnitt, fließt das im Rhein ab. Auch in der Oder sind es noch über 500 Kubikmeter pro Sekunde. Ja. Allein in Berlin, Spree und Havel, kann man kaum noch in dieser Darstellung sehen. In der Spree sind es im Jahresmittel 35 Kubikmeter pro Sekunde. Und wenn wir hier von 3,5 Millionen Einwohnern ausgehen, bedeutet das, dass pro Sekunde ungefähr 7 Kubikmeter Wasser verbraucht werden und auch als Abwasser, als gereinigtes Abwasser in diese Gewässer eingeleitet werden. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass dieser Durchschnittswert ja nicht ein Kontinuum darstellt, sondern dass es zu langen Trockenzeiten im Sommer auch zu einem geringeren Abfluss führen kann, der ungefähr in dem Bereich liegt, von 10 bis 12 Kubikmetern, dann kann man sehen, dass unser Wasserverbrauch hier in Berlin in etwa der Größenordnung entspricht, wie das Wasser in den Oberflächengewässern in der Spree und in der Havel abfließt. Allein das ist schon eine Herausforderung. Und wenn man nur noch bedenkt, dass in Berlin das Trinkwasser innerhalb des städtischen Raums, also ich sage nicht Stadtgebiet, sondern natürlich auch innerhalb der Region gewonnen wird, dann ist Berlin tatsächlich die einzige Millionenstadt in der Welt, in der Trinkwasser innerhalb der städtischen Region gewonnen wird, verbraucht wird, gereinigt wird und auch wieder in die Gewässer eingeleitet wird. Und allein das stellt eine große Herausforderung dar. Und ich will Ihnen auch gleich noch sagen, weshalb diese Herausforderungen auch noch wachsen werden. Zum einen nämlich daran, das kann man sehen, dass die Prognosen bis 2040 nämlich uns aufgrund der Klimaveränderungen hier
einen Rückgang von Jahresniederschlägen im Sommer, eine Zunahme von Starkregen geben und es gibt auch offensichtlich einen Anstieg der Durchschnittstemperaturen, der besonders für städtische Regionen kritisch ist. Und wenn ich bedenke, dass wir hier, wir hatten es vorhin gehört, die Einwohnerzahl ja wachsen soll, das heißt, es kommt zu einer Verdichtung, es gibt mehr Einwohner, mehr befestigte Flächen, mehr Gebäude pro Quadratkilometer, dann wird auch dieses Temperaturproblem uns irgendwann beschäftigen. Es gibt durch diese höhere Temperatur auch eine Erhöhung der Verdunstung. Es gibt geringere Abflüsse zeitweise. Damit kommt natürlich auch die Frage des Wasserverbrauches hier wird dann eine Rolle spielen und auch die Verdünnung von Stoffen, die unerwünscht sind. Unsere älter werdende Bevölkerung nimmt viel mehr Medikamente zu sich als eine junge Bevölkerung und damit wird auch die Fracht von unerwünschten Stoffen im Abwasserstrom eine größere Bedeutung bekommen in der Zukunft. Und das bei verringerten Abflusszahlen in längeren Sommer- und Trockenzeiten wird das sicherlich auch eine Überlegung sein, wie man dann damit umgeht. Letztendlich ist es so, dass wir hier damit rechnen müssen, dass der Teil, der über das gereinigte Abwasser, über das bestens gereinigte Abwasser in die Gewässer eingeleitet wird, dass der einen immer höheren Anteil annimmt. So, jetzt, wie sind wir hier in Berlin aufgestellt? Berlin ist eine recht große Stadt und die technischen Einrichtungen, die hier diese Wasserversorgung und Abwassertechnik und den Gewässerschutz sicherstellen, sind Anlagen, die zum Teil über 100 Jahre alt sind, die erhalten werden müssen. Und jetzt ergibt sich hier an dieser Stelle, möchte ich mal darauf hinweisen, wieder zum Thema Smart Cities, wo ist denn hier der Markt? Ja, es wird ja immer hier auch die Überlegung, wo ist denn der Markt? Dieses Thema öffentliche Daseinsvorsorge, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung ist zum großen Teil dem Markt entzogen. Und das wollen wir als Gesellschaft auch so haben. Wir wollen ja sagen, wir sagen auch, Wasser ist kein Markt. Wasserlieferung soll eine Daseinsvorsorge sein und jeder Mensch hat auch das Recht, zu einem angemessenen Preis Trinkwasser aus der Leitung zu bekommen und er muss auch den Anspruch haben, dass das Wasser ordnungsgemäß gereinigt wird. Dennoch wird es hier einen Markt geben, aber nicht denjenigen Markt, in dem der Bürger direkt, der Gebührenzahler, direkt Einfluss hat, sondern das sind Dienstleistungen. Wir kommen auch gleich noch darauf, es sind Dienstleistungen. Wie kann neue Technologie helfen, dieses Gesamtsystem, wir sprechen hier von 9.400 Kilometer Rohrnetz für die Abwasserleitung, 7.900 Kilometer allein für die Trinkwasserleitung, mit Pumpen, mit Anlagentechnik, all diese Anlagentechnik auf modernstem Stand hat, energieeffizient zu halten, das ist eine Dienstleistung, die hier in dem Fall die Berliner Wasserbetriebe in Anspruch nehmen und das ist das Potenzial, was letztlich auch der Smart City dienen soll. Hier noch einmal ein kleines Bild, wie vernetzt dieses System hier in Berlin ist. Ja? Also wir haben im Stadtgebiet, hier die Spree, dort die Havel, im Stadtgebiet verteilt Kläranlagen und Wassergewinnungsgebiete. Ja? Also das Wassergewinnung, Trinkwassergewinnung, Verteilung, Abwassersammlung, Abwasserreinigung und Einleitung in die Gewässer findet innerhalb des Gebietes statt. Und wir brauchen uns dennoch keine Sorgen machen, das Wasser ist sauber, aber es soll auch so bleiben. Es soll auch so bleiben und deshalb sind wir hier am Kompetenzzentrum Wasser Berlin damit beschäftigt, möglichst zukunftsweisend, also möglichst frühzeitig Lösungen zu kreieren, damit wir diese Sicherheit auch zukünftig haben. Das bezieht sich einmal auf die Grundwasserqualität, natürlich auch auf die Risikobewertung und Abwägung, wie mit Spurenstoffen umzugehen ist,
welche Nährstoffbelastung den Gewässern erspart werden kann, um eine Eutrophierung zu verhindern, um die Gewässer möglichst in einen Zustand zu bringen, dass man vielleicht sogar einmal baden kann in der Spree. Es geht aber auch letztlich um die Anpassung, wie kann ich diese zum Beispiel großen Wassermengen, die bei starken Niederschlägen im befestigten Gebiet ankommen, die also gar nicht so schnell versickern können, wie kann ich die beherrschen? Dort gibt es einen doch beachtlichen Nachholbedarf. Allein die Bemessungsregeln für technische Einrichtungen der Kanalisation sind, da überlegen die Fachleute, wie können diese Bemessungsregeln jetzt verändert werden, angepasst werden auf die zukünftigen Anforderungen und was kann man dann mit dem Wasser machen? Komme ich auch gleich dazu. Und natürlich die Energieeffizienz. Bei der Gelegenheit darf ich sagen, dass die Abwasserreinigung als kommunale Aufgabe in Deutschland den größten Einzelverbraucher darstellt an Energie. 20% der Kommunen, 20% der Stromverbrauchers von deutschen Kommunen geht in die Abwasserreinigung. Ja, also die Abwasserreinigung ist ein Energiesauger, ja, also die Klärwerke, so wie sie heute gebaut werden, verbrauchen sehr viel Energie und sind sogar die größten Einzelverbraucher der deutschen Kommunen. Aber es gibt Lösungen, auch da komme ich gleich drauf zurück. Kommen wir jetzt mal zu Zukunftsszenarien. Was kann man in der Stadt machen und womit müssen wir uns beschäftigen? Zum einen ist das natürlich die Infrastruktur. Ich habe gesagt, die Infrastruktur ist zum Teil ist gewachsen, über 100 Jahre alt. Es gibt solche Netze, das machen unsere Forscher, arbeiten an solchen Netzplänen und stellen fest, an welchen Stellen ist dieses Regenwasser, die Regenwasserableitung überhaupt noch Leistungsfähigkeit und wo kommt es bei welchen Ereignissen statistisch gesehen zu Überflutungen mit erheblichen Schäden an privatem Grundeigentum. Man kann hier sehen auf diesen Säulen, dass in Folge des Klimawandels sich tatsächlich hier eine gemessene Steigerung im Winterhalbjahr ergibt. Im Sommerhalbjahr gibt es also eine nach diesen Zahlen, die uns zur Verfügung stehen, keine große Änderung, aber im Winterhalbjahr gibt es doch eine Zunahme von Niederschlägen. Die Starkniederschläge nehmen hier signifikant zu in der Zeit zwischen 1981 und 2010, das ist die erste Säule, und die Vorhersage für 2006 bis 2036 wird also es zu einer Zunahme von Starkregenereignissen kommen. Auf die sind unsere Anlagen, die wir jetzt nutzen, nicht ausgelegt. Jetzt noch was zur Trockenheit. Es wird immer gesagt, die Anzahl der Trockenperioden nimmt zu. Das ist definitiv so bisher nicht gemessen worden. Allerdings die Länge der Trockenheiten. Es gibt längere Trockenperioden, in denen es nicht regnet im Sommer. Ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist jetzt die Frage, wie kann man mit dem Regenwasser umgehen? Und das ist wieder auch ein Thema für Smart Cities, denn dort ist der Bürger gefragt, der auch in Quartiersebene oder auch im Gebäude selbst Wasser verwenden kann. Und wenn Wasser im Gebäude verwendet wird, auch selbst für Kühlungszwecke oder auch zur Nutzung und damit auch die öffentliche Anlage, Kanalisation und Kläranlage in geringerem Umfang in Anspruch genommen wird, ergeben sich auch Gebührenersparnismöglichkeiten und das wiederum ist ein Markt für Smart Cities. Wir überlegen, dass Sie... 5 Minuten inklusive Diskussion. Gut, dann bin ich auch gleich soweit. Dieses Projekt befindet sich zurzeit in Bearbeitung, wird vom Bundesministerium für Forschung und Technologie finanziert. Jetzt komme ich zu dem Energiethema. Abwasser. Abwasser erhält ein Eigenpotenzial an Energie von ungefähr 175 Kilowattstunden pro Einwohner und Jahr. Das, was heutige Kläranlagen hier erreichen, ist ein Bedarf an 28,5
Kilowattstunden und Sie können aber, indem Sie durch Methangewinnung, Strom erzeugen, 16 Kilowattstunden wieder gut machen. Das heißt aber, es gibt immer noch einen Bedarf. Das, was zurzeit läuft bei uns, ist das Projekt Carismo. Es ist im Übrigen auch nominiert für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Das haben wir hier in Berlin getestet auf einer Kläranlage und ist definitiv auch so, dass es funktioniert. Dort wird durch den verringerten Energiebedarf und den erhöhten Methanausstoß tatsächlich es möglich, dass die Abwasserreinigung energiepositiv wird. Wenn Sie wollen, können Sie auch für dieses Projekt eine Stimme abgeben im Internet unter Nachhaltigkeitspreis, ja, dann würde nämlich dieser Nachhaltigkeitspreis nach Berlin gehen. Ne, das ist die einzige Nominierung für Berlin. Wäre für die Smart City Berlin ein guter Ansatz. Man kann auch dieses Abwasser als Ressource sehen. Es gibt ja Stickstoff und Phosphor. Phosphor ist eine endliche Ressource, ist unbedingt erforderlich, wenn wir weiter auf der Erde leben wollen. Phosphorquelle als aus dem Abwasser kann man nutzen, würde ungefähr den halben Bedarf an mineralischem Phosphor, der jetzt aus anderen Ländern, Marokko und Tunesien, eingeführt werden muss, ersetzen. Dort arbeiten wir dran. Wir können das hier auch in Berlin. Die Berliner Wasserbetriebe sind auch hier Vorreiter in einer Methode, die auch großtechnisch angewandt wird. Also Ressourcengewinnung. Ja, das ist unser Thema. Mit dem wollen wir uns auch in Zukunft hier in Berlin dafür einsetzen, dass man mit Wasser smart umgeht. Vielen Dank, Herr Hartmann. Jetzt haben wir noch Zeit für drei ganz, ganz kurze, schnelle Fragen. Wolfgang. Lassen Sie uns die erst sammeln. Gibt es noch eine weitere Frage? Ja, bitte. Gibt es noch eine dritte Frage? Bitte. Also es gibt drei Fragen. Ich muss nochmal für die Internetnutzer wiederholen. Das eine ist nach kleinen Plastikteilen. Die zweite ist nach dem Urin im Trinkwasser und wie man es nutzen kann. Wir können leider nicht mehr. Und die dritte Frage ist nochmal konkreter zum Thema Phosphor. Bitte. Gut, dann fange ich mit dem Plastik an. Also das Thema Mikroplastik ist ja zurzeit in aller Munde. Man wundert sich, dass im Meer Muscheln gefunden werden, die an Entzündungen leiden, weil sie eben Plastikteile aufgenommen haben. Das, was man definitiv heute noch gar nicht weiß, ist, woher kommt das überhaupt? Ja? Es ist dummerweise behauptet worden, Kläranlagen seien nicht in der Lage, dieses Mikroplastik abzubauen. Das stimmt aber gar nicht. Es gibt bisher definitiv eine ungeklärte Frage, wo kommt es her? Aber bevor man das überhaupt bewerten kann, müsste man eine Messmethode bekommen, eine einheitliche Messmethode. Es ist so, dass die Ozeanographen anders messen als die Gewässerkundler, als die Seenkundler, als die Limnologen, als die Ingenieure. Alle messen unterschiedlich und alle sagen, oh, wir haben hier ein Problem. Dass es ein Problem gibt, da sind wir uns einig, aber es gibt demnächst hier in Berlin zum Ende des Jahres eine Fachkonferenz zu dem Thema, womit wir uns auch damit auseinandersetzen wollen, wer jetzt was macht und wie bekommt man ein einheitliche Messmethoden, wie bekommt man einheitliche Bewertungsmethoden und wie kann man dann Handlungserfordernisse erkennen. Ja? So zum Thema Urin. Urin wäre natürlich eine ganz interessante Sache, wenn man Urin abtrennen könnte, weil es eben Nitratstickstoff enthält. Und Nitratstickstoff aus dem Abwasser zu entziehen, bedeutet Energie. Nach der heutigen Methode muss man Energie einsetzen, um Nitrat in elementaren Stickstoff über die Nitrifikation zu erzeugen. Es kostet viel Geld und man könnte viel Geld sparen, wenn man
Urin getrennt sammeln würde. Und man hätte darüber hinaus auch noch einen zweiten Effekt. Man könnte nämlich dieses Nitrat auch gleich verwenden, um in der Landwirtschaft Düngemittel zu erzeugen. Und zwar nahezu kostenlos, weil ja Stickstoffdünger über das Haber-Bosch-Verfahren durch Energiezufuhr wieder gewonnen wird. Ja, also deshalb, alle Leute sagen, Stickstoffdünger kann über Haber-Bosch-Verfahren gewonnen werden, aber mit Energie. Also getrennte Urinsammlung wäre wirklich der Hit. Ich glaube, in Japan wird das auch gemacht. Ja, das, was wir hier mal versucht haben, ist bei den öffentlichen Bedürfnisanlagen, ich habe mal mit der Firma Wall Kontakt aufgenommen, ja, es wäre tatsächlich interessant, den Urin von öffentlichen Bedürfnisanlagen zu sammeln und an der Belebungsanlage vorbei in eine Sammelanlage zu bringen. Aber ich habe tatsächlich die Schwierigkeit gehabt, dass die Firma Wall nicht mitmachen wollte und die Berliner Wasserbetriebe zurzeit dem auch noch skeptisch gegenüberstehen. So, jetzt hatten wir noch das Thema Phosphor. Phosphorrückgewinnung erfolgt aus dem separaten Strom der Reststoffverwertung, also Klärschlamm. Phosphor ist ja aus dem klaren Wasser, aus dem gereinigten Wasser heraus. Es steckt in dem Klärschlamm. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, an diesen Phosphor dranzukommen. Zum einen so, wie die Berliner Wasserbetriebe das machen mit der Strohwittfällung. Also Magnesium-Ammonium-Phosphat wird ausgefällt aus dem Schlamm. Die Wirksamkeit ist es aber leider sehr gering. Also man kann nur ungefähr 8, maximal 10% des Phosphors aus dem Klärschlamm zurückgewinnen. Das würde einer Rückgewinnungsforderung, die zurzeit im Bundesumweltministerium diskutiert wird, nicht genügen. Man spricht dort von einer Rückgewinnungsquote von 50%. Das geht aus dem Nassschlamm sehr wahrscheinlich nicht. Jedenfalls gibt es bisher noch keine marktüblichen Verfahren. Die andere Verfahrensweise wäre aus der Asche, also wenn man verbrennt, müsste man Asche erzeugen und den Phosphor aus der Asche zurückgewinnen. Dazu gibt es aber bisher auch noch keine marktgängigen Verfahren. Aber marktgängige Verfahren suchen wir unter Smart Cities. Und ich denke, in einigen Jahren sind wir dran, denn die Bundesregierung arbeitet an einer Verordnung, in der das tatsächlich gesetzlich geregelt wird, um letztlich von der landwirtschaftlichen Klärschlammentsorgung wegzukommen. Und also die direkte Phosphorverwertung in der Landwirtschaft ist ja die schlauste Sache, ja, aber man kann das nicht mehr überall durchführen wegen der Verunreinigungen, also muss eine Rückgewinnung erfunden werden und da gibt es bisher noch keine marktreife technische Lösung. Das ist jetzt Kohle. Besprechen Sie es bitte unter vier Augen, gut, weil wir sind in der letzten Gruppe, wir müssen aufhören. Vielen Dank, Herr Hartmann, für Ihren spannenden Vortrag. Ja. Wenn Sie schnell sind, können Sie sich noch schnell ein Getränk holen. Es geht jetzt gleich hier im Plenum weiter. Danke. Und,